Ja, Freunde, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Was treibt eigentlich der Flo? Der Flo ist hier im Lamborghini Huracan Evo unterwegs und das Ganze findet hier auf Brands Hatch statt. Und mal gucken, was der Gute uns jetzt hier zusammengefahren hat oder was er uns hier vorbereitet hat. Wir sehen jetzt hier schön, dass er... Ja. Turn 1 ist da immer sehr, sehr tricky. Jetzt hier schön Turn 2, schön... eng rum, ganz leichten Übersteuermoment aus der Kurve raus. Das ist da aber relativ normal. Auch hier guckt er, dass er das Auto ein bisschen unter Kontrolle hat. Spielt hier auch mit den Traktionskontrollen rum. Also fühlt er sich scheinbar mit der niedrigen Einstellung ein bisschen wohler. Geht jetzt hier auf TC4, um jetzt hier einfach ein bisschen sauberer rauszukommen. Das Auto klingt einfach geil. Ich bin einfach. Ich finde den Lambo ja extrem, extrem nice. Und habe die Setups auch vom Flo letztens mal getestet. Also bin dann auch ein bisschen Public-Rennen immer mal wieder gefahren hier mit dem Lambo. Das hat schon richtig Bock gemacht und das fuhr sich auch sehr, sehr angenehm. Geht jetzt hier schön über den Curb, nutzt jetzt hier die Streckenbreite aus. Ganz, ganz trickige Stelle. Ich sehe hier immer noch den Gammel geradeaus einplanken mit dem Ferrari beim Sprint Cup. Das hat sich da so ein bisschen festgesessen. Jetzt auch hier. Wenn das Schild da ist, passt das sehr gut mit dem Bremspunkt als Referenz. Wenn das Schild weggefahren ist, dann kriegt man hier Probleme. Und auch hier muss man wirklich alles an Streckenbreite nutzen. Und in Brands Hatch ist es wirklich ein bisschen fies, dass wenn man es übertreibt, dann da halt keine Auslaufzone kommt, sondern das Auto halt irgendwie im Kies oder in der Wiese steht. Und das ist hier immer so ein bisschen tricky. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal die Runde von außen an. Was macht der pinke Einhornstier hier auf Brands Hatch? Ganz, ganz wilde Kombi. Auto sieht hervorragend aus. Ja, schön, Kurve 1. Das ist einfach. Das ist einfach gemein, wie die da abhält, die Strecke. Und dann kommt man da außen halt immer wieder in Probleme. Aber das hat hier sehr, sehr schön funktioniert. Ja, von außen sieht man diesen kleinen Moment des. Den kleinen Quersteher sogar kaum. Hier hat man es ganz leicht gesehen. Aber auch wirklich nur minimal. Also auch das hier alles noch total im Rahmen und wird nicht groß Zeit gekostet haben. Beschleunigt jetzt hier schön raus, auch hier schön die ganze Streckenbreite ausgenutzt. Müssen jetzt hier mal gucken, fährt jetzt hier schön nach außen, schön bis an die weiße Linie ran, ganz, ganz wichtig. Und ja, jetzt guckt man, dass man hier früh den Schwung oder gut den Schwung mitnimmt, früh den Short. Shift in den vierten Gang hat er jetzt hier an der Stelle gemacht. Hier denkt man außen wäre Wiese, aber da ist tatsächlich ganz gut befahrbar. Oder die Wiese ist ganz gut befahrbar, weil da so ein Ratterstein drunter ist. So, und auch hier geht es bis zur Linie raus. Das war die Stelle, die ich eben meinte. Wenn man hier zu viel rauskommt oder zu weit rauskommt, dann hat man da einfach sehr, sehr schnell große Probleme. Aber das hat hier alles sehr, sehr gut funktioniert. Die Runde habt ihr eben schon gesehen, war eine 1,23,3. Also sehr, sehr schöne Runde. Wenn ihr Lust habt, die Lambo Setups vom Flo mal auszuprobieren, dann guckt gerne in die Videobeschreibung, da ist wie immer alles verlinkt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und lasst dem Guten gerne eine Bewertung da. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.